Griechenland. Nach der Wahl sinkt das Land noch tiefer ins Chaos, wird unregierbar. Die Menschen haben jedes Vertrauen in die Politik verloren. Sie haben jahrelang uns betrogen und wir sind sehr, sehr tief enttäuscht von dieser Situation, von all diesen Lügen. Ökonomen geben das Land auf. In einem Failed State, in einem gefallenen Staat, in einem nicht regierbaren Staat, wie es Griechenland darstellt, ist natürlich Korruption, Vettenwirtschaft, gang und gäbe. Die Pleite war absehbar, sagen Insider in Brüssel. Die Europäische Union habe versagt. Es ging hier um kriminelle Energie. Da hätten wir als EU ermitteln müssen. Das war aber politisch nicht gewollt. Die damals Verantwortlichen zeigen später Einsicht. Ungeheuerlich, mit falschen Zahlen zu arbeiten. Griechenland hätte nicht aufgenommen werden dürfen. Die Wahlsieger drohen Europa. Frau Merkel, nehmen Sie zur Kenntnis, das Sparprogramm ist tot. Deutschland soll weiterzahlen. Wenn gesagt wird, bis jetzt hat es Deutschland nichts gekostet, das ist einfach nicht richtig. Evangelos Angelakos zählt zu den Superreichen Griechenlands. Der 72-Jährige ist Oberhaupt einer einflussreichen Räderfamilie, mächtig in Wirtschaft und Politik und das seit Generationen. Interviews gibt ein solcher Tycoon selten. Doch er macht eine Ausnahme. Die Krise treibt ihn um. Wir werden von Missmanagement erdrückt. Fast nichts funktioniert bei uns effizient. Der ganze Staat sei korrupt. Deshalb findet Angelakos es auch nur gerecht, dass er keine Steuern zahlt. Tatsächlich sind Räder von Abgaben befreit. Das steht sogar in der griechischen Verfassung. Dafür haben die Reichen gesorgt. Dem Staat Geld geben. Für Angelakos völlig abwegig. Menschen, die ihr Geld dem Staat geben? Würden Sie ihr Geld etwa Al Capone geben? Der Reeder gehört zur Elite. Die beherrscht das Land. Geld und Adel haben sich verbunden. König Konstantin ist ein Jugendfreund von Evangelos Angelakos. Es sind genau die Leute, die zahlen müssen, sind natürlich nicht bereit dazu. Und wenn Sie überlegen, dass also keiner der griechischen Räder seinen Erstwohnsitz in Griechenland hat, dann ist ja klar, was das bedeutet. Ja? Vor 70 Jahren hieß es, die wohnen auf ihren Yachten vor Monte Carlo. Athen, nahe dem Zentrum. Von den Hilfsmilliarden der EU ist hier kein Cent angekommen. Drogenhandel, Prostitution, Gewalt. Wer kann, meidet die Gegend. Der Streetworker Elias erlebt das Elend jeden Tag. Er führt uns durch sein Viertel. Die Leute leben und schlafen auf der Straße. Neuerdings gibt es viele solche Viertel. Und das mitten in Athen. Nur die Ärmsten der Armen bleiben. Wer hier wohnt, hat keine Chance mehr. Gerade eben hat man mir meine Tasche gestohlen. Hier sind nur noch Diebe unterwegs. Man kann sich doch nicht mehr auf die Straße trauen. Die Polizei machtlos. Sie kann nur noch zusehen, wenn ganze Gegenden verfallen. Das Volk leidet. Während die Reichen ungeschoren davonkommen. Das weiß auch Steuerfahnder Theodoros Floratos.
Wir haben jetzt angefangen, die Boote zu registrieren. Wenn nur ein Eigentümer dieser Yachten seine Steuern zahlen würde, dann reichte das schon für die Rente von 1000 Menschen, einem ganzen Dorf. Einen funktionierenden Staat hat es in Griechenland nie gegeben. So sieht es noch immer im Athener Finanzamt aus. Aktenberge rotten vor sich hin. Steuerverwaltung auf Griechisch. Ein Paradies für Betrüger und Steuerhinterzieher. Zu den ganz wenigen Griechenland-Kennern in Deutschland gehört Professor Heinz Richter. Er ist entsetzt über die Naivität der Politiker von Brüssel bis Berlin. Der Staat war immer jemand, der einem ausbeutete. Und in Griechenland gehört der Staat den Reichen, der Oligarchie. Und selber wehrt man sich so gut man kann gegen diesen Staat. In einem Failed State, in einem gefallenen Staat, in einem nicht regierbaren Staat, wie es Griechenland darstellt, ist natürlich Korruption, Vetternwirtschaft, Nepotismus, Schwarzarbeit, schwarze Wirtschaft gang und gäbe. Das ist klar, weil es fehlen die Strukturen, um da wirklich das zu ändern und dem Staat die Macht zu geben, das zu verhindern und sich durchzusetzen. Alles das war bekannt, als Europa Griechenland den Euro schenkte. Die Wiege der europäischen Demokratien sollte unbedingt dabei sein. Gerade für deutsche Politiker eine historische Pflicht. Am Ende dieses Jahrhunderts gilt auch der Satz, dass die europäische Einigung der Glücksfall der Geschichte ist. Für uns in Europa und vor allem für uns Deutsche. Denn Sie können es drehen und wenden, wie Sie wollen. Es ist die entscheidende Basis und Voraussetzung für ein dauerhaftes Zusammenleben der europäischen Völker in Frieden, in Freiheit und im Wohlstand. EU-Kommissar für den Binnenmarkt war Fritz Bolkestein. Heute kommt der Niederländer zu einem bitteren Urteil. Helmut Kohl was a romantic. Helmut Kohl war ein politischer Romantiker, was die Europäische Union anging. Für ihn war das der Weg für Europa, den Zweiten Weltkrieg endgültig hinter sich zu lassen. Deshalb wollte er auch alle im Euro haben, ob sie sich nun qualifizierten oder nicht. Und das war ein großer Fehler. Die politische Vision war wichtiger als wirtschaftliche Vernunft. Fast beiläufig wurde Griechenland im Jahr 2000 im portugiesischen Feira zu Euroland. Das entscheidende Protokoll umfasst 80 Punkte. Eine der kürzesten findet sich unter Römisch 3, Buchstabe C, unter Punkt 43. In nur 5 Zeilen erwähnt Europa den Beitritt Griechenlands zum Euro-Währungsgebiet und gratuliert. Das war's. Und die rot-grüne Bundesregierung schließt sich den Glückwünschen an. Zweifel? Keine. Im Gegenteil. Griechenland hat auf einem langen und schwierigen Weg einen erfolgreichen Konvergenzprozess hinter sich. Dazu muss man und kann man Griechenland gratulieren. Ich freue mich, dass Griechenland mit seiner langen Geschichte und seinem großen Beitrag, den es zur europäischen Kultur geleistet hat, Mitglied der Eurozone wird. 1. Januar 2002. Griechenland bekommt den Euro. Große Begeisterung. Endlich eine harte Währung. Und dafür hatten die Griechen Zahlen gefälscht, Schulden klein gerechnet. Die damals Verantwortlichen behaupten heute, es zu spät bemerkt zu haben. Griechenland hätte nicht aufgenommen werden dürfen. Das ist natürlich schon schlimm seitens der griechischen Politik. Die Verantwortlichen, die das getan haben, haben sich schwer versündigt. Vor allen Dingen am griechischen Volk selber, aber natürlich auch an der europäischen Idee. Dabei gab es Warnungen genug, auch in Brüssel. Das zeigt ein Bericht der europäischen Kontrollbehörde Eurostat von 2004. Die hatte
die akutesten Buchungsprobleme in den griechischen Staatskonten richtig erkannt und bereits 1997 angesprochen. Seit 2002 hat Eurostat immer wieder Vorbehalte hinsichtlich bestimmter Zahlen für Griechenland geäußert. Doch genauer hinschauen durften die Kontrolleure nicht. Ihnen waren die Hände gebunden. Wir sind auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und den entsprechenden Statistikämtern angewiesen. Und wenn das fehlt, gibt es ein Stoppschild, über das wir nicht hinausgehen können. Wir haben dann eben keinen Schlüssel, mit dem wir auch mal einen Schrank aufmachen können, in dem die Daten sind, die wir bräuchten. Dann häufen sich die Hinweise auf Betrügereien. Die EU muss reagieren. April 2004. EU-Inspektoren machen sich auf den Weg nach Athen. Und was sie entdecken, geht weit über alle Befürchtungen hinaus. Griechenland hatte seine Wirtschaftsdaten in großem Stil gefälscht. Militärausgaben in Milliardenhöhe verschwiegen. Die Schulden waren in Wahrheit viel höher als angegeben. Griechenland verstieß damit massiv gegen den Stabilitätspakt. Und Europa handelte noch immer nicht. Das räumen heute sogar Vertreter der EU-Kommission ein. Griechenland war unter Beobachtung, weil das Defizit deutlich über der 3%-Marke lag. Das war bekannt. Aber damals war europaweit die Stimmung noch eine völlig andere. Es gab noch keine Krise. Also gab es auch keine Sanktionen. Meine Enttäuschung über Brüssel gilt dem Kollegium der Kommissare selbst. Sie waren viel zu ängstlich, politisch korrekt. Ich stand oft alleine da. So sagte mein Präsident Romano Prodi, dass der Stabilitätspakt dumm sei. Und das hat er im Parlament gesagt. Der Selbstbetrug ging weiter. Wer nicht mitmachte, bekam Ärger. Das bestätigt auch Anton H. Er ist seit Jahren hoher Beamter bei der EU, will unerkannt bleiben. Die Wahrheit war damals nicht erwünscht, berichtet er exklusiv. Es ging hier um kriminelle Energie. Zum Schaden des europäischen Haushalts und damit der Steuerzahler. Und da hätten wir durchaus Ansatzpunkte gehabt, um zu ermitteln. Das war aber politisch nicht gewollt. Und das hatte Gründe. Denn auch Europas Schwergewichte, Deutschland und Frankreich, scherten sich nicht um den Stabilitätspakt. 2004, Finanzminister Hans Eichel in Not. Deutschland hat zum dritten Mal hintereinander das Stabilitätsversprechen gebrochen. Frankreich auch. Und so schlagen Eichel und sein damaliger Kollege Sarkozy kurzerhand vor, ändern wir doch den Pakt. Italien, Frankreich, Deutschland. Alle haben sich herausgenommen, den Stabilitätspakt zu verletzen. Für Europa war das ein Riesenproblem. Die kleinen Länder, vor allem natürlich die, die sich selbst schlecht verhielten, konnten deutlich sehen, den Stabilitätspakt nahm keiner mehr richtig ernst. Der hatte keine Zähne. Wer dies offen aussprach, wurde zum Miesmacher erklärt. Wie Wolfgang Bosbach. Auch seine Partei drückte sich vor der Wahrheit. Die Debatte war dann so ähnlich, wie sie heute auch ist. Jeder, der mit Zahlen, Daten und Fakten operiert, der die objektive Lage zutreffend beschreibt, wird sofort in eine Ecke gestellt als Europakritiker, als hätte man keine Ahnung von der Bedeutung des vereinten Europas, ob wir nicht wüssten, dass Europa ein großes Werk des Friedens sei und so weiter und so weiter. Augen zu und durch. Das Geld wurde rausgehauen, als Griechenland den Euro bekam. Auch für die Vorbereitung der Olympischen Spiele 2004. Die sollten besonders glanzvoll werden. Ein beispielloser Bauboom begann. Alles finanziert auf Pump.
plötzlich konnte man ungefährdet Schulden machen. Und da ist nun das Problem, dass man in Brüssel entweder geschlafen hat oder zugeguckt hat. Die Art und Weise, wie hier Gelder verschleudert wurden, war wirklich schon atemberaubend. Als Griechenland Mitglied der Eurozone wurde, sind schlagartig die Risikozinsen für Griechenland günstiger geworden. Damit wurde es in Griechenland möglich, sich billig zu verschulden. Damit wurde ein Boom ausgelöst, der hat die Löhne in Griechenland nach oben getrieben. Damit ist im Prinzip Griechenland teurer und teurer und teurer geworden, hat an Wettbewerbsfähigkeit verloren. Das kann man etwa im Norden Griechenlands besichtigen. Nach 10 Jahren Gemeinschaftswährung sind von der hier einstmals blühenden Textilindustrie nur noch Ruinen übrig. Die wenigen Unternehmen, die es noch gab, waren nicht mehr wettbewerbsfähig, machten Pleite oder wanderten in die benachbarten Billiglohnländer ab. Der Mittelstand brach zusammen. Zu den Ausnahmen gehört die Spinnerei Vavaressos. An der Spitze des Familienunternehmens steht heute die 25-jährige Cécile Vavaressos. Wir haben schon davor eigentlich investiert in eine andere Richtung. Wir haben gesehen, dass es eigentlich mit dieser konventionellen Baumwollgarnproduktion, dass da eine große Konkurrenz auf dem Markt ist. Und wir haben schon früher in anderen Produkten und anderen Produktionstechniken investiert. Doch selbst gesunde Unternehmen sind jetzt bedroht durch die aktuelle Krise. Denn von den Milliardenhilfen aus Deutschland und Europa spüren sie hier nichts. Das ganze Geld, das nach Griechenland geflossen ist, haben wir leider wir Unternehmer nicht gesehen. Im Gegenteil haben wir sehr strikte Maßnahmen von unseren Banken. Wir kriegen keine Kredite mehr von den Banken. Und das muss, damit eine Firma produziert hier, damit unsere Produktion weiter produziert, wir brauchen halt Kapital. Die Banken verleihen nichts mehr, fürchten, auf den Schulden sitzen zu bleiben. Vorbei die goldenen Nullerjahre. Damals floss viel Geld ins Land. Kredite waren billig, Luxusgüter gefragt. Die Reichen und Schönen Athens gingen shoppen, gerne in der Boutique Playboy. Das Geschäft von Georgios gehörte damals zu den angesagten Modeläden. Es gab eine große Nachfrage. Damals legten die Leute viel Wert auf richtig gute Kleidung. Es waren schöne Zeiten. Ja, damals, da ging es in Griechenland noch richtig aufwärts. Es gab bis zu 15 Monatsgehälter, üppige Pensionen, einen aufgeblähten Staatsapparat. Ein Leben wie im Schlaraffenland. Auch Antonios Bouduris hatte sich darin prächtig eingerichtet. Einst war er Segelweltmeister. Zur Belohnung machte ihn der griechische Staat zum Hafenmeister, zum Beamten auf Lebenszeit. Doch der Staatsdienst füllt ihn nicht aus. Schauen Sie, meine Lebenshaltungskosten sind sehr hoch. Und deshalb habe ich wie viele Griechen 2 Jobs. Zusätzlich zum Beamtenjob betreibe ich noch eine private Segelschule, um mein Einkommen zu ergänzen. Damit ist der Hafenmeister nicht allein. Zeitweise fand sich in fast jeder griechischen Familie ein Beamter. Denn jede Regierung belohnte ihre Wähler, indem sie noch mehr Beamte einstellte. Nicht nur, dass viele Beamte gar nicht arbeiten. Sie müssen noch nicht einmal am Arbeitsplatz erscheinen. Viele tauchen nur einmal im Monat auf, um ihr Geld abzuholen. Manche erscheinen nie, lassen sich ihr Gehalt auf ihr Konto überweisen
und man weiß noch nicht einmal, wer die Beamten eigentlich sind. Und dann verfiel das Land auch noch in Siegestaumel. Griechenland wird sensationell Fußball-Europameister 2004. Tagelanges Feiern, als gäbe es kein Morgen. Die Griechen fühlten sich wie die Könige. Und ihre Politiker verstärkten noch den Realitätsverlust. Geld gäbe es genug, erzählten sie ihrem Volk. Und Europa schaute zu, wie das Unglück seinen Lauf nahm. Die Staatsverschuldung hat sich zwischen 2002 und 2010 mehr als verdoppelt. Von 159 auf 329 Milliarden Euro. Doch dann kommt das böse Erwachen. Krisentreffen in Brüssel. 25. März 2010. Griechenland steht kurz vor der Pleite. Die Angst geht um. Fällt der Euro? Nur drei Tage zuvor hatte die Kanzlerin versucht zu beschwichtigen. Wir haben beide noch einmal betont, dass Griechenland uns nicht um Geld gefragt hat. Doch dann muss alles ganz schnell gehen. Der Kanzlerin vergeht das Lächeln. Sie muss zahlen. Die Griechen bekommen 22 Milliarden. Nur fünf Wochen später ist es dann schon fünfmal so viel. Freundlicher Empfang für den griechischen Finanzminister. Anschließend entscheidet Europa, Griechenland bekommt 110 Milliarden. Rettung im letzten Augenblick. Wir sind in der schlimmsten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Und es wäre die schlimmste Krise seit 1929 geworden, wenn wir nicht gehandelt hätten. Das ist die Realität. Die Kanzlerin wird weich. Deutschland zahlt. Deutschland wird helfen, wenn die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind. Es hat, zurückhaltend formuliert, eine mehrfache Kurskorrektur gegeben. Am Anfang hieß es ja, kein Geld für Griechenland. Dann hieß es, Griechenland ja, aber die Lage dort ist nicht vergleichbar mit den anderen Ländern in der südlichen Eurozone. Das alles hat sich geändert und nicht innerhalb von Jahrzehnten, sondern innerhalb von wenigen Monaten. Das heißt, auch an dieser Stelle stellt sich für viele Menschen die Vertrauensfrage. Können wir wirklich der Politik vertrauen, dass sie bei dem bleibt, was man uns versprochen hat? Versprochen hatte die Politik auch, dass sich die Banken am Schuldenschnitt beteiligen, den Griechen Schulden erlassen. Das sei eine Frage der Gerechtigkeit. Hatten doch die Banken, der sogenannte private Sektor, jahrelang an den Zinsen für Griechenland-Anleihen gut verdient. Die Schuldentragfähigkeit Griechenlands kann, und das ist unsere Überzeugung, nur wiederhergestellt werden, wenn der Privatsektor in einer substanziellen Art und Weise einbezogen wird. Doch von substanziell kann keine Rede sein. Denn die privaten Banken in Deutschland hatten längst den Großteil ihrer Griechenland-Papiere abgestoßen. Die Hauptlast trugen ausgerechnet die Banken, die dem Staat gehören. Zahlen muss wieder der Bürger. Ehrlich war das zumindest nicht, wie man kommuniziert hat von Seiten der Bundesregierung bei der Umschuldung. Man hat immer so das Bild, die Banken, die privaten Gläubiger evoziert, ohne klar zu sagen, dass eben unter diesen Gläubigern eine ganze Reihe staatlicher Institutionen auch sind und damit der Steuerzahler. So verlor ausgerechnet die Hypo Real Estate, die der Staat 2008 retten musste, fast 9 Milliarden Euro. Dafür haftet die Staatskasse. Also wir alle. Ich ärgere mich ja selber, wenn gesagt wird, bis jetzt hat es Deutschland nichts gekostet. Das ist einfach nicht richtig. Und auch sonst steht noch viel Geld auf dem Spiel. 4 Milliarden Euro stecken noch in Griechenland-Papieren. 23 Milliarden Euro Kredite fließen über die Rettungspakete. Zudem haftet Deutschland für einen Großteil der Hilfen der Europäischen Zentralbank. Das sind nochmal rund 43 Milliarden. Insgesamt geht es um etwa 70 Milliarden Euro. Dafür stellen die europäischen Retter, besonders Deutschland, harte Bedingungen. Griechenland muss rigoros sparen.
Die Antwort? Massenproteste, Streiks, Unruhen. Das härteste Sparprogramm der Wirtschaftsgeschichte verschärft die Krise noch. Besonders schlimm trifft es die einfachen Leute. So wurden 2011 die Renten um 30, die Löhne um 22% gekürzt. Gleichzeitig stiegen die Militärausgaben, an denen auch die deutsche Rüstungsindustrie gut verdient, um 8%. Das schürt den Zorn auf Europas Spardiktat. Extremisten bekommen Auftrieb. Und bei den jüngsten Parlamentswahlen holten radikale Parteien mehr als ein Drittel der Stimmen. Längst vergessen geglaubte Ressentiments kehren zurück. Die Wut richtet sich vor allem gegen die Deutschen und ihre Kanzlerin. Dabei sollten doch gerade deutsche Unternehmer helfen, wieder Geld nach Griechenland zu bringen. Im Oktober 2011 flog Wirtschaftsminister Rösler mit 60 deutschen Mittelständlern nach Athen. Mit dabei damals der Unternehmensberater Wolfgang Mayer. Nach der Reise treffen wir ihn wieder. Im Ergebnis war sozusagen auch Ernüchterung angesagt. Viele hatten gute Absichten, aber konkrete, greifbare Ergebnisse habe ich dort nicht gesehen. Wir haben selbst auch Gelegenheit gehabt, mit Repräsentanten großer staatlicher Unternehmen zu sprechen. Das war auch alles ganz nett. Aber auch nicht mehr. Die Unternehmer waren von den Zuständen entsetzt. Korruption, keine funktionierende Verwaltung, schlechte Infrastruktur. Hier will keiner investieren. Wenn ich die Notwendigkeit sehe, für mein Unternehmen eine Investition zu tätigen, dann gehe ich natürlich dahin, wo es mir am leichtesten gemacht wird. Und wenn solche Schwierigkeiten dauerhaft vorhanden sind, noch gar verbunden mit der politischen Instabilität, dann ist eine solche Region für Investitionen nicht attraktiv. Die Rösler-Reise, kaum mehr als eine Show. Der Europäischen Union ist bekannt, dass es in Griechenland weiter abwärts geht. In einem streng vertraulichen Dokument kommen die Experten von EU, Internationalem Währungsfonds und Europäischer Zentralbank zu einem ernüchternden Ergebnis und stellen fest: Eine langsamere Erholung und kaum Fortschritte bei der Privatisierung. Fazit: Unter diesen Annahmen werden die griechischen Schulden ein sehr hohes Niveau erreichen. Die Griechenland-Rettung scheint gescheitert. Das Sparprogramm hat verheerende Folgen. Der Konsum bricht zusammen. Geschäfte machen pleite. Unternehmen entlassen Mitarbeiter. Ein Teufelskreis. Ein Plus von 3,8. An ökonomischen Gesetzmäßigkeiten komme man eben nicht vorbei, sagt Professor Thomas Straupaar, Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts. Ein Spardiktat für Griechenland führt zumindest kurzfristig eindeutig in die falsche Richtung, weil ein Spardiktat für Griechenland zunächst einmal an der wirtschaftlichen Situation wenig ändert, sondern im Gegenteil, es wird in der Bevölkerung noch einmal die Situation verschlechtern. Für Rafaela Süleyman hat sich in den vergangenen Jahren alles verschlechtert. Weil das Geld zum Leben nicht mehr reichte, musste sie ihre beiden Kinder in einem Kinderdorf unterbringen. Und das liegt 2,5 Busstunden entfernt. Nur alle 5 Wochen kann sie ihre Söhne Kostas und Andreas besuchen. Ich arbeite in einer Fabrik, wo Spargel verpackt wird. Aber nur für 2 Monate im Jahr. Sonst habe ich keine Arbeit. Ich verdiene 20 Euro pro Tag. Mehr kriegen wir einfach nicht. In der Krise gibt es sogar Leute, die für nur 13 Euro pro Tag arbeiten. Und uns nehmen sie dann nicht mehr. Immer mehr Familien müssen ihre Kinder in solche Kinderdörfer bringen. Und jetzt kassiert der Staat auch noch ab.
Es ist wirklich nicht einfach für uns, weil die Kinderdörfer jetzt immer weniger Geld haben. Denn was wir an Spenden von Bürgern kriegen, müssen wir neuerdings versteuern, mit 20%. So haben wir immer weniger die Möglichkeit, unseren Kindern zu helfen. Glücklich die Kinder, die hier noch einen Platz gefunden haben. Für Kostas und Andreas wird es wohl noch länger ihr Zuhause bleiben. Denn ihre Mutter kann nicht für sie sorgen. Die Leute hier haben meine Kinder gerettet. Das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Wir hatten nichts mehr. Ich habe mich elend gefühlt, meine Kinder abzugeben. Aber was hätte ich tun sollen? Ich konnte nicht mehr genug für sie zu essen kaufen. Für Kostas und Andreas bleibt nur der Traum von einer besseren Zukunft. Ich habe nur einen Wunsch. Wenn ich groß bin und in der Armee war, will ich arbeiten und viel Geld verdienen. Dann werde ich meiner Mama helfen und wieder mit ihr zusammenleben. Nun dauert es wieder 5 Wochen, bis Rafaela ihre Kinder besuchen kann. Ein Schicksal von vielen in der Krise. Nüchternes Fazit der Ökonomen. Wenn es zu großen politischen Fehlern kommt, wenn es Kriege gibt, wenn es große Konflikte gibt, zahlt am Ende immer der kleine Mann, die kleine Frau auf der Straße, weil die kleinen Menschen können sich vergleichsweise viel, viel weniger gut schützen als die Großen, die dann ihr Kapital ins Ausland bringen, die dann vielleicht auch selber ins Ausland weggehen, wenn es kriselt. Und das tun reiche Griechen schon seit Jahren. London, ein sicherer Platz, ein wichtiger Hort für Fluchtkapital außerhalb der Eurozone. 3-stellige Milliardenbeträge sollen hierher geflossen sein, allein aus Griechenland. Im vornehmen Westminster liegt die griechisch-orthodoxe Gemeinde. Die Kirche zur Heiligen Sophie haben Auswanderer vor 200 Jahren erbaut. Heute ist sie Treffpunkt für Familien der Oberschicht, reichen Londoner Griechen. So wie Effi und Dimitri. Die Bankerin und der Ökonomieprofessor leben seit vielen Jahren hier und haben es zu Wohlstand gebracht. Mit der Euro-Krise kamen viele neue Landsleute nach London. Vor allem gut ausgebildete junge Leute, die vor der Krise flüchten. Aber auch Reiche, die hier ihr Geld in Sicherheit bringen wollen. Es gibt keine Perspektive in Griechenland. Leute, die etwas können, müssen rausgehen. Sie haben nur im Ausland die Chance, einen vernünftigen Job zu bekommen und etwas aus ihrem Leben zu machen. Es gibt eine ganze Menge Griechen, die ziemlich viel Geld haben und jetzt ihr Vermögen schützen wollen. Dazu bringen sie zumindest Teile davon ins Ausland und investieren. Zum Beispiel hier in London. Und so kaufen sich reiche Griechen in den edlen Stadtteilen Londons ein. Hier investieren sie das Geld, das in der Heimat fehlt. Zum Beispiel in teure, sündhaft teure Immobilien. In Chelsea kann man schon mal Mieten von 15.000 Pfund verlangen pro Woche. Makler sprechen vom Ultraluxusbereich. Besichtigen darf man hier nur auf Socken, zur Schonung des Marmors und der edlen Teppiche. Nolde Kaiser ist einer, der solche Anwesen verkauft.
Allein das Wein- und Champagner-Depot ist mehr als 50.000 Euro wert, im Kaufpreis inbegriffen. Für den Makler kommt die Euro-Krise gerade recht. Wenn die Reichen in den notleidenden Euro-Ländern nervös werden, klingelt bei Leuten wie ihm das Telefon. In jüngster Zeit kommen immer mehr Anrufe, auch aus Griechenland. In den letzten 5 Jahren kauften 32% mehr Griechen, Italiener und Spanier. Das spielt sich in allen Preiskategorien ab. Interessant wird es aber erst so ab 3 Millionen Pfund. Während in London die Milliarden versickern, geht Griechenland vor die Hunde. Jetzt flüchten auch die Menschen, die das Land am dringendsten für seine Zukunft braucht. Anatola ist fest entschlossen, auszuwandern. Sie hat studiert, ist gut ausgebildet, aber hat keine Chance, einen Job zu finden, von dem sie leben kann. Die 27-Jährige wohnt deshalb noch zu Hause, mit ihrer Mutter und ihrem Bruder unter einem Dach. Sie fühlt sich als Angehörige einer verlorenen Generation. Tatsache ist es, dass viele junge Leute, ich auch, möchten selbstständig sein, in eine eigene Wohnung wohnen und unser Leben führen, Privatleben. Aber das ist ganz schwierig, wenn man nicht Geld verdient. Und viele von meinen Freunden, sie sind zurückgezogen zu ihren Eltern. Zurzeit jobbt Anna im Athener Goethe-Institut für ein paar Euro. Hier lernt sie Deutsch, will so ihre Chancen verbessern, hofft auf ein besseres Leben in der Bundesrepublik. Das Institut erlebt wegen der Wirtschaftskrise einen nie dagewesenen Ansturm auf seine Deutschkurse. Ob Ärzte, Ingenieure, Geisteswissenschaftler, viele denken so wie Anna, wollen einfach nur noch weg. Die junge Generation möchte nach andere Länder gehen und studieren und arbeiten. Und das ist ganz schlecht für Griechenland. Die meisten glauben dann, dass sie zurückkommen. Aber ich glaube, das ist eine Illusion. Zum Beispiel meine Cousine, sie war für ein Studium. Aber sie hat dort in Deutschland Arbeit gefunden und jetzt möchte sie nie in Griechenland zurückkommen. Wahlkampf in Griechenland. Anna und ihr Freund Janis machen sich keine Illusionen. Sie haben wenig Vertrauen in das politische System. Wieder hören sie leere Versprechungen. So vom früheren Finanzminister der sozialistischen PASOK. Das ist eine von zwei Parteien, die Griechenland seit fast 40 Jahren beherrschen und in die Krise geführt haben. Er hat versprochen, dass das Land sehr wohl wird, Stabilität, Erleichterungen und keine neuen Steuern. Aber leider, ich glaube nichts, was er sagt. Er war auch vor dem Problem da. Also war er auch ein Teil des Problems sozusagen. Ja. Und das trägt bei der Glaubwürdigkeit nicht wirklich zu. Ja. Leider glaube ich niemand. Sie haben jahrelang uns betrogen und wir sind sehr, sehr tief enttäuscht von dieser Situation, von all diesen Lügen. Und so wie Anna und Janis geht es vielen im Land. Den etablierten Parteien sind die Wähler in Scharen davongelaufen. Profitiert haben die Radikalen, rechts wie links, Faschisten und Kommunisten. Größter Gewinner? Die Allianz der radikalen Linken mit einem neuen und alten Helden. Manolis Gletsos ist einer der letzten noch lebenden Widerstandskämpfer gegen die Nazis. Seine Partei fordert, weg mit dem Spardiktat und dem alten System. Die Verantwortlichen für die Katastrophe sind schamlos. Sie lassen das Volk bluten und führen es hinters Licht.
Nach der Wahl weiß keiner, wie es weitergehen soll. Ohne Sparen zahlt Europa nicht mehr und dann kommt die Pleite. Völlig unklar, wer Griechenland führen soll. Neuwahlen immer wahrscheinlicher. Anna, Yannis und ihre Freunde haben genug. Jeder, den ich kenne, also wenn er die Möglichkeit hätte, würde er jetzt wegfahren. Wir leben unser Land. Und es ist wirklich bitter, dass wir weg von hier müssen. Eine schwere Wahl. Heimat oder Zukunft. Entweder denkt man, was gut für das Land ist oder was gut für mich selbst ist. Und das hat einfach Priorität irgendwie. Griechenland. Wohin? Klar ist nur, das Wahlergebnis, eine kaum verhüllte Kampfansage an Europa und vor allem an Berlin. Frau Merkel, nehmen Sie zur Kenntnis, das Sparprogramm ist tot. Es hat eine vernichtende Niederlage erlitten. Eine vernichtende Niederlage auch für Europas Griechenlandpolitik. Neue Angst und Unsicherheit, die absehbaren Folgen. Euroland gerät noch mehr in Not. Und die Perspektiven. Dass wir noch für sehr viele Jahre sehr viel Geld nach Griechenland werden transferieren müssen. So ähnlich wie das damals in Ostdeutschland der Fall gewesen ist, muss es auch in Griechenland der Fall sein. Greece has a lot of hard work to do. Griechenland hat eine Menge harte Arbeit vor sich. Es muss sich anpassen und schmerzhafte Veränderungen vornehmen, damit sich zumindest die Chance erhöht, dass sie es schaffen können. Es gibt keine Zukunft für die Griechen im Euro. Es wäre besser, sie gingen raus. Der normale Grieche wäre sofort einverstanden, dass die EU für 30 Jahre, 50 Jahre mal die Staatsfinanzen unter Kontrolle hat. Nur es ist natürlich völlig klar, wer dagegen ist, nämlich die Oligarchie. Wir müssen es schaffen. Wir müssen uns ändern. Wandel oder Tod, Schluss. It is change or die, finish!